Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Doom and Destiny Advance. Ja, wir sind auf dem Weg Richtung Schlossstadt, warum auch immer. Ach, das sind sogar Pünktchen eingezeichnet auf der Karte. Boah, ich bin echt begeistert von dem Spiel. Was haben wir da? Oh nein, das Dorf wird angegriffen. Ja gut, wenn das Dorf angegriffen wird, dann müssen wir natürlich schon mithelfen. Also hier machen wir gleich Schleichangriff. So, da müssen wir natürlich gucken, dass wir denen die retten. Ja? Das kann ja nicht sein. Die armen Gegner hier. Die armen Bewohner hier. So, tötet die Knochen. Tötet die Knochen. Schnell. So. Hau ab, Monster, du gehörst nicht zu meiner Art. Ich habe dich gerade gerettet. Das ist ein gut aussehender Brunnen. Hast du gehört? Ein gut aussehender Brunnen. Genauso wie du. Ja. Okay, gut, wir töten einfach alle Gegner hier. Okay, der hat jetzt sogar uns angegriffen, ohne dass ich mit ihm gesprochen habe. Das ist sehr unüblich. Muss ich gleich mit alchemistischen Feuer denen alle ein bisschen einheizen. Ja, damit sie alle ein bisschen brennen. Dann könnte ich mit geweihter Flamme, aber komm, wir können ja auch mit normalen Attacken, glaube ich, da ein bisschen auch aufräumen. So, passt gut so. So. Gut, und jetzt mit normalen Angriffen. Harte Knochen. B. Ist okay. So. Kampfbelohnung. Ich bekomme echt viele tote Hände. Ich habe keine Ahnung, was ich mit denen machen kann. So, das ist ganz viel Gemüse. Das erinnert mich irgendwie an Harvest Moon. Das wäre schön, hier das alles ernten zu können. Oh, meine Güte, ein Skelett will mich fressen. Hilf mir. Ja. Gut, okay, ja, natürlich helfe ich dir. Ich bin ja nicht so. Komm, mit Schleichangriff machen wir gleich das Elite-Skelett tot. So. Oh, Nigel ist fast tot. Gut, wir haben hier nichts zum... Heilen. Warum konnte ich jetzt eigentlich nicht abhauen? Achso, weil das wahrscheinlich ein nicht zufälliger Kampf ist. Abhauen kann ich wahrscheinlich nur bei zufälligen Kämpfen, oder? Vermute ich jetzt mal. Ja, wie auch immer. So, Angriff. Oder habe ich einfach... Kann auch sein, dass ich einfach zu wenig Materialien habe zum Abhauen. Wo war denn das jetzt? Rückzug. Flucht. Nö, geht nicht. Geht wahrscheinlich wirklich nicht, weil es kein zufälliger Kampf ist. Okay, egal. Fliehen ist sowieso keine Option. Wir sind Helden. Wir fliehen nicht. Drohnekreisel. Okay. So, ich hab dich gerettet. Ja. So. Aus dem Weg, du Monster. Ich bin eine verheiratete Frau. Ich bin kein Monster. Ich will dich nur retten. So, gut. So, alle angreifen. Das sind eh nur zwei normale Skelette. Die sind ja in einer Runde tot normalerweise. So dürfte der jetzt... Oh, der ist doch... Ach, das war jetzt richtig, richtig verschwendet hier. So, aber jetzt müssten sie eigentlich sterben. So, sehr schön. Gut. So, jetzt haben wir die verheiratete Frau auch gerettet, weil ich einfach so ein gütiger Mensch bin. Dieser wilde Tanz wird mich nicht lange vor dem Skelett retten. Ja, einfach am Stand stehen bleiben und das Skelett dreht sich mit. So, okay, nochmal selber spielen. Oh, 22 Angriff, das ist ja gut. So, gut, wunderbar. So, wir haben euch gerettet. Blöder Stein, jetzt wirst du angegriffen. Ja, genau, natürlich. Der Stein, der hat dich angegriffen. Du hast dich nicht einfach hier versperrt in deinem Haus. Vielen Dank, junge Helden, dass ihr diese obszöne Untoten gestoppt habt. Ich bin hierher gekommen, um den Geist eines tapferen Rittervorfahren von mir zu finden, als ich von diesen Felsen angegriffen wurde. Ich suchte nach meinen spirituellen Vorfahren überall, mit Ausnahme von dem Brunnen, aber ich konnte ihn nicht finden. Komm, wir können den Stein sicher kaputt hauen.
Ich schlage jetzt einfach 1000 Mal drauf. 1000 Mal geschlagen. Okay, hilft nichts. Gut. Er hat überall aus dem Brunnen gesucht. Das ist ja gut aussehen, der Brunnen. Ja? Was nochmal? Ich suchte von meinem Spielturn vor, mit Ausnahme vom Brunnen, aber meine Suche wird jetzt aufhören, denn meine Aufgabe ist nun, diesen Plebejer von diesem abscheulichen Stein zu beschützen. Okay. Ich habe die Urne des Ritters der Witwe Maragoni geliehen. Sie lebte seit 98 Jahren mit ihrem Ehemann in Hamlet Town. Die Asche ist einfach erstaunlich. Sie lässt den Salat wunderbar wachsen. Okay. Ja, seltsam, ne? Das haben wir auch schon gehört. So, eine Hühnchenkeule. Gutes Bauernseil. Oh. Gut, mit dem guten Bauernseil können wir jetzt wahrscheinlich den Brunnen runtersteigen. Du verwendest das Farmbrunnenseil. Eigentlich heißt es gutes Bauernseil, aber ist egal. Ich gehe mal runter. Oh, oh. Oh, guck mal, da ist ja wirklich einer. Ich bin der Geist eines tapferen Ritters und stehe dir zur Verfügung. Du findest Urne Ritter. Ach hey. Mike kann jetzt als Ritter spielen. Du findest keinen besseren Bro als den Ritter. Er steht dir immer zur Seite und beschützt dich in jedem Kampf. Zu dumm nur, dass er nicht glauben kann, dass die Erde rund ist. Deswegen hasst er jegliche runden Felsbrocken. Okay, verstehe. Das ist natürlich gut. Okay. Achso, wir können das Level ja eh nicht ändern. So, du findest Plattenrüstung der Ritter. Langschwert der Ritter. Okay, cool. Ja, schön. Übrigens, der Ritter war da unten. Himmel, mein spiritueller Vorfahr war in dem Brunnen. Ich bin froh, dass er dich als seinen Erben wählte. Jetzt kann ich mit aller Leichtigkeit meine Auseinandersetzung mit diesen Felsbrocken fortführen. Okay, Ritter mögen keine runden Dinge. So, jetzt ist nur die Frage, wo muss ich als nächstes hin? Die Welt ist ja groß, aber ich möchte ehrlich gesagt wieder zurücklaufen. Weil eigentlich, weiß ich nicht. Hatten wir irgendwo was, wo wir nur als Ritter weiterkamen? Oh, ich sehe gerade, das sind Hühner. Ach ey, die Hühner, die werden mich alle töten. Ich sehe das schon kommen. Oh oh, die sind ja echt stark. Aber ich greife lieber den Nomoculus an. So. Der auf jeden Fall mal weg ist. So, und die Hühner, die schaffen wir auch noch. Ich bin jetzt echt verwirrt, wo ich eigentlich als nächstes hingehen soll. Jetzt ist die ganze Welt offen. Frage ist nur, will ich jetzt wirklich ein Ritter werden? Bin mir nicht sicher, ob ich das möchte. Nach unten. Gehen wir mal hier. Oh, da ist ja gar nichts. Ah ja, okay, gut, da. Boah, die Weltkarte sieht echt so schön aus. Oh, guck mal, kleine Spinnies. Wilde Spinnen. Ich mach dir lieber einen stärkeren Angriff, weil Francis ist fast tot, sehe ich gerade. Francis ist echt fast tot. Müsste ich Segnung machen? Nee, aber komm, ich mach geweihte Flamme. Achso. Auf die reinigendes Feuer auf die Spinne. So, hier feines Steak auf Francis, damit er nicht wegstirbt. Irgendwie die alle Francis angreifen, aus Gründen, die ich nicht ganz verstehe. Ach, die Spinne ist tot. Das ist ja toll. Jetzt ist nur die Frage, soll ich den Ritter jetzt gleich mal anlegen? Wäre sicher interessant. Triton-Essenz, oh. So, da unten ist also echt gar nichts. Ey, gar nichts. Was ist... Na ja, toll, wieder ein Zwischenkampf. Oh, Wölfe. Oh, ich habe Blutung. Ach, nee. Oh. Oh. Ich habe dreifache Blutung. Ich glaube, das ist nicht so toll, oder? Dreifache Blutung, glaube ich, ist eher schlecht. Die Wölfe sind gar nicht mal so unleicht, ja? Also, so... Gar nicht mal so unschwer, wollte ich eigentlich sagen. So, einmal gefressen, das ist okay. Was bedeutet Blutung jetzt? Eigentlich bekomme ich jetzt jede Runde Schaden oder irgendwie so. Sollte mir das echt vielleicht mal durchlesen.
Ah, jetzt haben wir schon vierfach. Ah, jetzt haben wir schon fünffach Blutung. Ja, ich bekomme sehr viel Schaden jede Runde. So. Ich will das aber überleben. Ich finde das arg, dass man die Statue wirklich auch hier quasi stacken kann. Alter, immer Francis. Gut, offensichtlich kann ich von Blutung nicht sterben, sehe ich gerade, weil irgendwie ich bin immer genau auf 1 gelandet. Nein, Moment, abbrechen. Er ist der Magier. Er ist blau, ne? Ja. Er ist blau, dann machen wir hier das da. So. Ich wäre jetzt ein Ritter. So. Dann werden wir jetzt auch gleich mal ausrüsten, einfach nur um zu gucken, was da passiert. Ritter. So, kann ich da schon Level steigern? Nö. Aber ich rüste mal aus, was haben wir denn da Schönes? 50% Blitzresistenz. Lebendig Mensch Kämpfer. Okay. Mike liegt Plattenrüstung. Langschwert. Okay. So, was haben wir denn da für Kräfte als Ritter? Ritterherausforderung. Schaden 26. Okay. Und Wiederbelebung. Nee, da machen wir statt Wiederbelebung haben wir feine Steak rein, hätte ich gesagt. Schaden 26. Ja, weiß ich nicht. Zustand. Lassen wir mal. So, jetzt reden wir mal mit ihm, weil wir haben jetzt einen Ritter. Mein Cousin muss einen Schlag zu viel auf den Kopf hören. Er sagt, er hätte den Geist des tapferen Ritters. Ja. Du meine Güte, dieses Buch ist so groß wie ich. Ist der nackt? Nö. Verdammt, ich kann nicht lesen. Ja, das ist natürlich blöd. Komm, wir lassen uns nochmal hier ganz kurz schlafen in der Nacht. So. Du hast keine... Okay, jetzt ist wirklich die Frage, wo geht's denn jetzt als nächstes jetzt wirklich hin? Ich gehe da mal nach unten. Schlossstadt, Südflussstadt. Ich gehe mal nach Flussstadt oder schaue mal, ob wir da überhaupt hinkommen. Oh, ein alter Turm. Ich liebe alte Türme. Alte Türme sind nie schlecht. Mit ganz viel Magie und Arkanismus. Einige Kaufleute handeln mit Waren wie Zauberbuch und Tote Hand. Ein guter Abenteuer hat immer alles in seinem Inventar. Es wird früher oder später von Nutzen sein. Vielleicht. Okay. Chemie-Set. Wunderbar. Bin ein Held. Ich bin ein Held und kein lahmer Koch. Ich bräuchte sehr viel Rationen. Ja, nö. Ich bin auf Diät. Passt schon. Brauchen wir nicht. So, okay. Das ist alles. Warum ist dieses Regal voller Blut? Und warum ist diese Statue kaputt? Und wer bist du überhaupt? Leute, kann ich euch ein paar Reagenzien servieren? Sie sind wichtig für Mana-Tränke und alchemistische Feuer. Ich liebe Wissenschaft. 136 für, dann werden wir voll... Nee, ich glaube, ich kaufe keine. Ja, braucht man nicht. Aber da ist eine Kiste. Du findest Erdnuggets. Ritter, sehr schön. Baba. Jetzt ist die Frage, was machen wir? Ich würde sagen, wir werden den Ritter auf Affinität 2 bringen. Was bekommen wir denn? Eisenschild. Ziel der Benutzer, Verteidigungstechnik steigert deine Resistenz gegen Schläge. Ja, ich weiß ja nicht. Komm, wir werden den Ritter... Wir werden den Ritter... Wir steigen den Ritter, komm. Ich dachte, ich kann den Ritter steigern. Was doch? Ich dachte, ich kann den Ritter steigern? Oder war es der Barbar? Ach, den Barbar kann ich steigern und... Na gut, dann steigern wir nur den Barbar. Ist auch okay. Was bekommen denn da Wut? Der Barbar reagiert auf den Klaps durch das Verstärken seines Angriffs. Ist das... was Passives? Wahrscheinlich, ja. Komm, das machen wir. Ja. Wird ein Passiv-Ding sein, glaube ich, ne? Ja, sehr schön. Okay, das finde ich gut, weil dann wird nämlich, sobald der geschlagen wird, wird dann auch, zieht der Aggro. So. Das sieht irgendwie so dunkelgrau aus manchmal, wenn die Schrift kleiner wird, das sieht dann immer so aus, als wäre es deaktiviert. Das ist manchmal echt ein bisschen komisch. Egal, wir machen hier alchemistisches Feuer auf alle. Nö. Ach komm, nö. Die sind zwar stark, aber ich bin stärker, ja.
toll. Achso, es stimmt, das ist der, das sind ja die, die Wundverursacher. War ich nicht. Ich finde diese Aussagen so lustig über hier. War ich nicht, nö. Lasst Nigel in Ruhe. Der hat euch gar nichts getan. So, Machtangriff, 26 Schaden. Ja, komm, machen wir so. Sind in der nächsten Runde beide tot. So, passt. So, okay. Ah ja. Ach hey, diese seltsame Taube. Hi Riesentaube, hast du Post für uns? Ich glaube, das ist nur für das Social-Feature irgendwie, das wir ja sowieso nicht verwenden. Tut mir leid, aber ohne MacGuffins Erlaubnis ist es nicht möglich, diese Grenze zu überqueren und das Land von Königin MacGuffin der Verfügbaren zu verlassen. Was? Das ist ja wie in der DDR. Tut mir leid, aber ohne MacGuffins Erlaubnis ist es nicht möglich. Tut mir leid, aber ohne MacGuffins Erlaubnis ist es nicht möglich, die Grenze zu überqueren und das Land von Königin MacGuffin der Verfügbaren zu verlassen. Ja, die sagen alle dasselbe, die haben das gut einstudiert. Ich muss mich vielleicht kurz mal ein bisschen heilen. Habe ich jetzt keinen, der... Ich habe keinen, der einen Heilzauber hat. Habe ich echt keinen mit Heilzauber? Ja gut, der Ritter kann nicht so viel, ne? Ich weiß gar nicht, ob das so gut ist jetzt. Ich lasse aber den Ritter einfach mal. Trotzdem mal. Okay, gut, da komme ich also nicht wirklich weiter. Da muss ich eh darüber. Schön. Somit dachte ich die Frage, wo ich als nächstes hin muss. Ja, übrig. Das ist ja schön. Mache ich immer ganz gern. Oh, wieder tolle Gnome. Ja, komm. Arbeitslose Zauberer. Töten wir doch bitte zuerst den arbeitslosen Zauberer. Na toll, jetzt hat er genau eins. Hallo, Mike ist angegriffen worden. Warum erhöht er nicht sein Aggro? Frechheit. Spiegelreflexion. Ah, okay. Gut, irgendwas ist da jetzt passiert. Achso, das wird wahrscheinlich nicht immer funktionieren. Diese passiven Dinger, vermute ich jetzt mal. Jetzt hat nämlich das erste Mal auch die Spiegelreflexion funktioniert, dass Nigel den Zauber wieder zurückgeworfen hat. So. Was haben wir da? Oh, achso, das ist das kaputte Dorf da, okay. Da waren wir ja schon, stimmt. So, und die Brücken, da komme ich nicht drüber. Nein, die sind runter, hochgezogen, die Brücken. So. Bleib genau da stehen. Oh, die greifen... Die sind... Ich merke gerade, ich glaube, die sind ein bisschen... Oh, die sind ein bisschen stärker. Ich sollte da vielleicht ein bisschen aufpassen. Müssen wir vielleicht die besseren Angriffe machen. So. Toll. Nein! Francis ist tot. Nein, was passiert hier? Hilfe! Ich glaube, das ist keine gute Idee, was ich hier jetzt gerade mache. Komm, ich hau mal das alchemistische Feuer rüber. Gut, einer ist zumindest tot. Nigel bekommt ein feines Steak. So. Nigel ist schon wieder okay hier. Ja, die sind echt ein bisschen stärker. Habe ich jetzt Wiederbelebung? Habe ich jetzt offensichtlich ja nicht mit. So. Zack und... Zack. Oh, wir haben gelevelt. Das ist ja schön. So, gut, also der ist der Gelbe, ne? Machen wir hier Leben. Oder ist das? Ja, das ist der Gelbe. Ich glaube, das passt so. Und er ist der Rote. Den haben wir noch gar nichts beim Roten gelevelt. So, okay, gut, dann ich würde sagen, dann gehen wir doch eher lieber da rein. Ins Dorf des Schlosses oder ins Schloss des Dorfes oder so irgendwie. Oh. Weißt du was, Mike? Ich schätze deine Nebenrolle. Ey, danke! Im Gegensatz zu diesem glausigen Koch. Ey, fahr zur Hölle, du weißt gar nichts. Denk drüber nach. Du hättest ein Loser wie Francis sein können. Wie ein Pirat. Ja, das wäre lustig. Was? Das, wie jetzt? So. Willkommen in Schlossstadt. Eine Stadt, die vom König MacGuffin, Königin MacGuffin der Verfügbaren regiert wird.
Es hat mich fast 20 Jahre magische Studien gekostet, aber jetzt kann ich endlich an Arena-Kämpfen teilnehmen und meine Feinde die Frustration von 20 Jahren voller Studien und Forschungen spüren lassen. Es gibt zwei Arten von Arena-Kämpfen. Die, in denen du andere mystische Helden herausfordern kannst, und die, in denen du dafür bezahlst, gegen lokale Feinde zu kämpfen. Okay? Ach, das sieht vielleicht aus wie ein normales Haus, aber darin ist auch der Eingang zur Arena. Es gibt nur eine Arena, aber die Eingänge sind mystische Tore, hier und dort verstreut. Was? Eine Arena? Hier? Nein, Junke, da liegst du falsch. Ich trinke nur einen Tee mit der netten alten Dame. Die Türen zu den Arenen öffnen sich an den absurdesten Orten. Du brauchst ein geschultes Auge, um sie zu finden. Ein tierisch verrückter Mann übernahm die Kontrolle über unser Badezimmer. Unser Haus wurde von einem Haufen übermotivierter Hobbykämpfer vom Wochenendhelden überrannt. Hätte die nicht einen besseren geeigneten Ort für die dumme Dimensionstür finden können? Als das Badezimmer. Ah ja. Gut, ich gehe da mal rein. Was ist das? Hey Leute, ist es das, was ich denke? Fantastisch. Eine Arena, wo man aufeinander einprügelt wie dumme Muskelprotze. Boah, ich kann es fühlen, es wird massige Erfahrungspunkte regnen. Big Boom Bang Kämpfe erwarten mich. Ich glaube, da hast du oft was auf den Hinterkopf bekommen. Boah, du bist ein echter Powerplayer, Johnny. Ey, die sollten dich nerven. Ach ey, Hulk Hogan. Hallo Helden, ihr seid bereit für ein paar sportliche Gladiatoren-Duelle? Heiliger Spaghetti-Monster! Entschuldige Junge, war nicht so gemein. Mein Name ist Meister Muskel und ich bin hier, um euch die wunderbare Welt der Arena zu zeigen. Wirke, ich hasse es, wenn Angestellte einen belagern, um einem ihre Produkte zu zeigen. Aber zunächst möchte ich euch jemanden vorstellen, der sich mit mir gemeinsam um diese fantastische Welt kümmert. Direkt aus dem Multiversum, der Schlachten einer Welt voller Macht. Ehre, Schweiß und Blut, kommt hier der letzte Krieger, Smash O'Neill. Das passiert, wenn man zu viele Jahre im Profi-Wrestling ist. Man bekommt zu viele Schläge auf den Hinterkopf. Ich dachte, Wrestling ist eine Fake. Er ist Smash O'Neill, mein bester Kumpel aus Tausenden von Schlachten. Aber auch wenn wir im Ring Muskeln benutzen, außerhalb nutzen wir unser Hirn. Lasst mich euch unsere prächtigen Manager vorstellen, Peter Danson. Hallo Jungs, wie ich sehe, habt ihr das Personal schon kennengelernt. Und außerdem die dummen Werbespots meiner Angestellten. Wie oft muss ich euch noch sagen, dass ihr meine Texte verwenden sollt? Hey, sorry Mr. Dayson, aber ihre Werbesprüche sind einfach nicht unser Ding. Lasst lieber mich weiterreden, bevor er es wieder versaut. Wir haben schon kapiert, dass wir in einer Arena sind, aber die sieht nicht wie das Standardmodell aus. Was ist denn das? Was ist das alles hier? Diese Arena liegt mitten im Multiversum, in einer Dimension mittig zwischen allen anderen Welten. Dadurch können Helden von überall herkommen und blutige Kämpfe bestreiten. Ey, geil, Omat, wie hoch ist die Miete? Wir können vielleicht ein Bar oder ein Hotel hier aufmachen und super reich werden. Diese Arena ermöglicht es euch, viele verschiedene Gegner zu bekämpfen. Von einfachen Zufallsgegnern bis hin zu kosmischen Helden aus anderen Dimensionen ist alles dabei. Das ist ja mega. Um gegen zufällige Begegnungen zu kämpfen, musst du ein wenig Golds locker machen. Aber ihr bekommt dafür Erfahrung, normale Beute und zusätzlich Golds. Mehr oder weniger wie ein normaler Kampf. Kämpfe gegen Online-Helden sind kostenlos, aber du musst angemeldet sein mit einem Online-Account. Online-Kämpfe werden belohnt mit Rangpunkten, die einzigartige Arena-Perks freischalten und mit Doomstones, die als Währung im Arena-Geschenkeshop verwendet, um Kostüme und spezielle Gegenstände zu kaufen. Ey, fantastisch! Sprich mit Smash O'Neill, um einen Kampf gegen die zufällige Begegnungen zu starten. Sprich mit mir, Peter Danson, für den Kampf gegen Online-Helden. Oh yeah! Sprich mit mir, Meister Muskel, um die Online-Schachten einzurichten, für weitere Erklärungen oder einfach ein bisschen mit den Freunden zu chatten. Gut, ja, soll es mal gewesen sein für heute. Ich muss sagen, ich finde diese Online-Features zwar ein nettes Gimmick, aber ich werde das nicht nutzen, weil das ist irgendwie doof. Ich finde, dass in so einem Spiel hat das nichts zu suchen, aber gut, ist ja, ja. Muss jeden selber überlassen sein. Aber wie gesagt, das soll es fertig gewesen sein. Danke fürs Zusehen und wir sehen uns das nächste Mal. Tschüss, Leute.